möchte gerne irgendwo hochklettern. Ich hab wo, ich weiß, wo ich hochkletter. Außer natürlich, wenn es nicht geht, dann haben wir ein Problem. Und es geht natürlich nicht und wir haben natürlich ein Problem. Dann gehen wir mal hier hoch, dann gehen wir hier als nächstes hoch. Und dann gehen wir wo als nächstes hoch? Ah, ich weiß, wo wir hochgehen. Da waren wir ja eben schon, haben wir eben schon nachguckt. Ja, hab ich doch gesagt, du sollst hier hochgehen? Hab ich gesagt? Hab ich gesagt? Nein, ich will wieder hoch. Ich hab doch Schotzi rausgeholt, du Schlampe. Boah, ich bin jetzt gerade echt sauer. Ich bin keine Schlampe, aber ich beleidige sie gerade, weil ich sauer bin. Das Mädchen macht uns hier gerade fertig. Warte, den da müssen wir jetzt so ausschalten. Weil ich keinen Bock auf den habe. Das daran liegt es. Greif von der Seite an. Komm her. Das ist schlecht. Ich möchte gerne zu dem. Warum ich das immer mache, fragt ihr euch, weil die nach einer Zeit weggehen, das habe ich das Gefühl. Warum hält denn der das aus? Oh. Nice. 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 Noch nicer macht das für der jetzt hier sein. Und ja, machen wir doch das über erstmal das da oben. Durch den Zaun hindurch. Einmal kurz eine Waffenpause. Haben wir jetzt, ich weiß es ja. Wenn wir uns einmal kurz sammeln können, die kommen wir bestimmt wieder, bin ich mir sehr sicher. Außer natürlich, wir haben immer mit ihr angefangen zu laden. Na, dann haben wir es jetzt eigentlich geschafft. Meine Fresse. Highway to Hell, infiltrieren Sie den Palast. Heller Stoff kann entzündet werden. Ja, das wissen wir. Wir gehen mal ins Lager. Wenn wir wieder ein bisschen Ausrüstung. Die würde ich jetzt mal gerne. In die Pistole können wir sie nicht reinstecken. Aber stecken wir sie mal hier rein, falls es irgendwie geht. Nee, geht nicht. Das geht leider nicht. Unser Gewehr ist. Also mit der Munition nicht so gut dabei, wie ich wollte. Was ist los? Ja, das sieht mir so aus, als wäre das der... Wie heißt der? Da gehen wir natürlich nicht drunter. Kommt man hier nachher wieder hoch? Ja, also können wir hier gerne die Rutsche machen. Rutsche! Wie können die so leben? Weiß auch nicht mit dem... Scheiß... Was ist das? Das ist eklig. Weiß nicht, aber auf Dauer, wenn man hier so auf Dauer lebt, hätte ich irgendwie schon so versucht, so ein bisschen das jetzt zu machen. Immer sowas ist natürlich asozial. Oh mein Gott. Gwen! In den Arsch.
nicht den du hast, ich habe ich noch nicht getroffen. Das wird aber... Oh, was ist das denn? Grim! Du bist entkommen! Ich kann nichts halten! Komm rauf! Wir müssen die anderen holen! Warum habe ich das dumpfe Gefühl, dass das nach hinten losgeht? Schwing dein Hintern hier rauf! Ja, man muss da mal einsammeln dürfen. Immer diese Leute. Die Scheißleiter nicht! Rauf mit dir! Okay, das passt mir also nicht bringen. Also auf die Scheißleiter. Zündet ihr an! Keine Chance, ihr Schwein. Oh. Als erstes. Der da oben. Der nervt mich. Das sehe ich jetzt schon, dass der mich nerven wird. Der Dynamit ist nach da geflogen. Kein Problem, der Dynamit ist nach hier. Die zerstören also meine Deckung. Ich kann das immer noch nicht machen, ne? Okay, als nächstes. Jetzt habe ich den mit dem Seilfall getroffen, ich dumm. Nein, ich wollte eigentlich die Pfeile anzünden. Etwas gesehen, denn der Überlebensinstinkt hat mir nämlich markiert, dass man dass ich das da bewegen kann. Scheiße. Pfeile mal wieder aus. Ah, okay. Pass auf. Aber ich bin ja auch mit einer Vielzahl an Waffen ausgerüstet. Ich würde jetzt gerne mal wieder plündern. Plündern. Okay, wieder hier wegspringen. Das sind doch einfach ein Arsch. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Komm her, komm her. Der ist auch tot. Und da will man wieder so nice fahren wie ein Kakadu. Der Kakadu. Das ist jetzt echt nur Prügelzähne. Ich sehe jetzt hier. Echt hart. Haarig. Da oben steht schon wieder einer. Nein, ich hab doch gesagt. Und hier. Hallo. Aber nicht zusammen. Ich weiß nicht, ich finde, ich kapiere die auch nicht. Dann heißt die, der Schrott in der Hand, dann läuft man doch drauf zu, läuft weg. Die läuft weg. Zu laufen ist so noch dümmer. Lara, du lebst doch. Gerade so. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt, aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Ich muss ja sagen, wie lange haben wir aufgenommen? Scheiße, ich weiß, ich habe mal wieder kein Zeitgefühl, wie lange man aufnimmt. Das ist schlecht. Wie komme ich denn jetzt hier rüber? Was ist denn mein Überlebensinstinkt? Mein Überlebensinstinkt sagt mir, ich soll hier runter. Nee, das sage ich der Überlebensinstinkt von da, aber das ist nun meiner. Sagt mir, ich soll hier runter, soll hier rüber springen. Und soll hier hoch. So. Und ich habe da gerade. Ich habe. Es ist. Etwas Nettes gefunden. Jetzt sind wir natürlich wieder im Leichengarten der Tom. Oh, ich habe wieder was gefunden.
Was war das denn da oben noch? Ach so. Ach so. Ich weiß, ich habe kein Zeit, wie lange ich mir wieder aufgenommen habe. Momentan nimmt der noch auf, das heißt, ich kann. Muss noch unter 2 Stunden liegen, weil nach 2 Stunden sollte die Festplatte eigentlich voll sein. Ich könnte erstmal eine Aufnahmepause machen. Meistens, ich will meistens den Salvenmodus auch ausprobieren. So, guck, jetzt haben wir schon die. Hier haben wir 50, hier haben wir 55, hier haben wir 50, hier haben wir 100 und da haben wir noch 12%. Das ist aber nicht so schlimm. Wenn wir noch alles machen, ich möchte es aber trotzdem mal gerne. Achso, okay, das ist sowas. Das ist nicht schlecht. Kann man bestimmt nochmal gebrauchen. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wie sind wir denn, wie kommt man denn hier lang? Was ich mir vorstellen könnte, wäre natürlich wieder... Kann ich doch festhalten. Ach, Alkohol, Alkohol, Alkohol. Alkohol, Alkohol, Alkohol. Mal wieder durch die Kackbratze. Wie komme ich denn da jetzt am besten rüber? Ich muss ja irgendwie höher. Da. Weg gefunden. Damit komme ich hier weiter. Ach, egal, jetzt haben wir nochmal hier ein Buch gefunden. 24. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute. Meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen. Geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber... Die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Tagebücher eines Wahnsinnigen. Ich habe gedacht, damit käme ich jetzt da hoch. Boah, ich hab mich echt so ein bisschen gefreut, dass ich Weg gefunden, nice. Warte mal. Da war das gerade was gut aufgeblinkt. Das war das dahinter, ne? Wie kommt man denn da rein? Von da hinten. Wieder hier runter gerutscht. Und was ist das hier hinten? Hab ich auch nicht lang. Bestimmt laufe ich schon die ganze Zeit am Eingang vorbei.
Kann ich mir natürlich vorstellen. Mal schade, weil ich da käme ich.